die sinnlosen Fragestellungen. Die vergangenen Völker haben sinnlose Fragestellungen gemacht. Wisst ihr, was Allah dazu im Koran sagt? Em turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Guck mal, wollt ihr vielmehr euren Gesandten Mohammed befragen, so wie zuvor schon Moses befragt wurde? Wollt ihr euren Propheten Mohammed so hinterfragen, wie die Kinder Israels Moses befragt haben? Wisst ihr, wie der Vers endet? Wegen dem Thema Befragung. Wegen dem Thema Befragung. Immer fragen, 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 fragen. Man soll fragen, bitte nicht falsch verstehen. Man soll, es gibt Fragestellungen im Islam, um was zu lernen. Das ist Pflicht. Das meine ich nicht. Es gibt Hinterfragen. Das, dieses, aber ist das richtig? Immer den eigenen Weg hinterfragen. Das ist das, was verboten ist. Oder was zu einem bestimmten Punkt erlaubt ist und irgendwann dann zum Verrat geht. Nicht, du musst ja fragen, um deine Religion zu lernen. Das meine ich nicht. Diese Hinterfragung mit einer schlechten Absicht, endet der Vers, وَمَنْ يَتَبَدَّ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Wer den Glauben durch diese Fragestellung, wer den Glauben mit dem Unglauben vertauscht, der ist für wahr vom rechten Weg abgeirrt. Also diese Fragestellung definiert Allah quasi schon hier quasi, den Iman mit dem Kufr zu verwechseln. Weißt du, das ist der eigentliche Grund bei diesen ganzen Geschichten. Und letztendlich aktuelle Themen nicht berücksichtigen und davon mit Fragen ablenken. Also es gibt ein aktuelles Thema, aber du kümmerst dich nicht um das aktuelle Thema, du setzt andere Fragen, um einfach vom aktuellen Thema abzulenken. Ich habe hier einige Fragen aus der islamischen Geschichte herausgeholt, nur einige, so, womit relevante Sachen abgelenkt worden sind. Was hat man zum Beispiel in der islamischen Geschichte gefragt? Wurde der Iman erschaffen? Kann man zu Allah Shay Ding sagen? Allah bi Shay midir değil midir? Ist es Allah eine Pflicht, das Beste zu wollen? Kann von einer Frau eine Prophetin werden? Was für eine Baumart war der Baum Adams? Sündigen Propheten? Was ist die Situation der verstorbenen Kinder der Ungläubigen im Jenseits? Wie ist Allah über seinen Thron? Was hat Allah als erstes erschaffen? Wie viele Welten gibt es? Gibt es 14.000, 18.000? Auf was steht die Welt? Auf einem Stier, auf einem Fisch, auf einem Felsen oder auf Wasser? Was ist der wahre Name von Iblis? Wie viele Schlüssel hatte Karun? Was für einen Hund hatten die Ashabi Kef? Wie groß war das Schiff von Nuh? Wer ist alles drauf gestiegen und wo ist es gestrandet? Wird die Hölle später abkühlen und Gras drauf wachsen? Ist außer Allah alles eine Illusion? Was ist die Realität des Nefs? Ist die Scharia nur ein Mantel? Wenn ja, was ist der innere Kern? Ist der Scheich, der keinen eigenen Scheich hat, der Satan? Und so weiter und so fort kann man diese Fragen vermehren. Ich habe letztens das auch einem Bruder hier gesagt, um eine geschichtlichen Foto mal zu schießen. Ich gehe mal mit euch in das 12., 13. Jahrhundert zurück, als in Basra, also in Irak, in Kufa und in Scham, die muslimischen Gelehrten Diskussionen über Kalam geführt haben, über das Thema Hanabila, Ash'aira, Sufia, Khawarij, Irja geführt haben, richtige Diskussionen geführt haben, sind in dieser Zeit von der rechten Seite die Mongolen gekommen, von der linken Seite die Kreuzritter gekommen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Muslime diskutieren, hat Allah einen Körper, hat er keinen Körper? Sind seine Eigenschaften wörtlich zu verstehen oder sind sie symbolisch zu verstehen? Ja? Kann von einer Frau ein Prophet werden oder kann von einer Frau kein Prophet werden? Ist das sowas? Alle diese Fragen. Und in dem Augenblick kommen die Mongolen über China, über Afghanistan, lassen in Bagdad nichts mehr übrig. Alle Bücher, die bis dahin verschrieben worden sind, sind kaputt gegangen. Der Euphrat ist schwarz geflossen vor Tinte. Man hat mit muslimischen Köpfen Pyramiden gemacht. Von der linken Seite, vom Westen, sind die Kreuzritter gekommen, Hatschlüsseferlere. Sie haben Jerusalem kurz und klein gehackt. Sie haben nicht nur Muslime getötet, die christlichen von Fanatikern,
sondern auch sie haben Christen getötet, sie haben auch Juden getötet. Diese Kreuzzüge haben Jahrhunderte gedauert und unsere Leute haben diskutiert diese Fragen, was ich hier gerade gesagt habe. Wo haben wir den Schuss vergessen? Wo haben wir den Schuss nicht gehört? Ja? Und dann sagen die Brüder und die Schwestern, Furkan, warum, wenn du Unterricht machst, warum schreist du so? Warum beleidigst du so? Dimme, warum beleidige ich? Als Musa a.s. vom Berg Sinai kam, hat er die Tafeln, die Gott ihm geschrieben hat, auf den Boden kaputt gemacht. Habe ich den Koran vor euch hingeworfen? Koran attım mı sizin özünüze? Atmadım. Aber Moses hat die Tafeln fallen lassen, weil er ausgerastet ist. Als er gesehen hat, wie die Kinder Israels an das Kalb beten. Wer mit Gefühlen redet, der redet mit Iman. Wer immer gleich redet, hat keine Gefühle. Nur, deswegen, wenn Kadir Musulul früher geredet hat, hat er immer auf den Tisch geklopft. Heute sagt man manchmal, Bruder, geh nicht so gegen das Mikrofon. Wenn einer redet, muss er nicht reden wie so ein, quasi wie so ein Professor in der Uni und sagt, er muss das, was er redet, auch leben. Und das, was er redet, ein Redner, sollte das auch zu seinem Sorge nehmen. Wenn ich doch das nicht zu meiner Sorge hätte, dann wäre mir das auch völlig egal. Dann würde ich doch einen Unterricht haben und sagen, ja, das ist der zweite Punkt, das ist Verrat Nummer 3, das ist Verrat Nummer 4, ihr könnt im Koran aufschlagen, Vers so und so. Nein, ich lebe das. Manchmal schimpfe ich, manchmal schreie ich, manchmal lache ich. So war der Prophet auch. So waren die Propheten auch. So war Musa, als er vom Berg runterkam auch. Er hat die Tafeln, ihr müsst euch mal vorstellen, er ist eins der 5 größten Propheten. Er ist so ausgerastet, er hat nicht beleidigt. Er ist ein Stück höher gegangen. Er hat die Tafeln Gottes genommen und hat sie auf den Boden zerschmettert. Hat das gereicht? Er hat seinen Bruder Harun genommen, hat ihn am Bart gepackt und auf den Boden gerissen. Adamı dövdü yani. Deswegen ist Musa zu Musa geworden. Deswegen ist Ömer zu Ömer geworden. Aber deswegen ist auch Osman zu Osman geworden. Keiner von uns, vor allem ich rede von den Rednern, wenn sie reden, sie sollen nicht spielen. Nee, ist dann auch. So wie du bist, zeig dich. Spiel nicht vor der Kamera. So wie du im realen Leben bist, sei auch so. Und ich habe Alhamdulillah in den ganzen Jahren das auch bei mir verbessert. Am Anfang war es ein bisschen immer problematisch gewesen beim Unterrichten, das erkennt man auch. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, sei einfach du, wenn du einen Vortrag machst und sag wirklich, was in dir ist. Und ich sage auch ganz ehrlich, das sind meine Sorgen. Und unter anderem dieser Verrat der islamischen Nation ist meine Sorge. Und auch die Ausweglosigkeit ist meine Sorge. Ich weiß nicht, jemand fragt, was wollen wir machen? Ich weiß es nicht, was sollen wir machen? Nichts! Nichts kannst du machen. Also du kannst nichts machen. Damals hat man gesagt, Bruder, wie kannst du das sagen? Ja, nichts kannst du machen. Damals hat man zu mir gesagt, Bruder, Halepcha wurde bombardiert, was willst du machen? Ich so, nichts kannst du machen. Der Bruder, der mich damals gefragt hat, macht heute aber überhaupt nichts. Also versteht ihr so. Also wir sind immer noch zumindest auf dem gleichen Punkt. Und ich sage mal auch für eine aktuelle Situation, das Thema dieser Fragestellung, ne? Die heutige Situation der Muslime ist noch erdrückender. Also wenn ich mir gucke hier die Muslime, die sogenannten Muslime in Deutschland, da werden sogenannte islamische Prediger gefragt, ob in Schweinfurt Leben Haram oder Halal ist, ja, ob Meerschweinchen essen Halal oder Haram ist, ob Aliens, wenn es sie gibt, essen Haram ist. Sorubu, wenn es Alien gibt, dürfen wir die essen? Diese Frage wurde gestellt. Ihr wisst ganz genau, wen ich meine. Ich möchte hier keinen Namen nennen, weil ich den Unterricht nicht runterschrauben werde. Und ähnliche Fragen. Und dann sagt man, ja, der arme Bruder, der arme Scheich, der muss solche Fragen beantworten. Der Scheich hat diese Fragen nicht zu beantworten. Der Scheich, der sogenannte Scheich, muss erstmal eine Leute erziehen. Ich kann doch nicht Kinder vor mir setzen mit 7, 8 Jahren und kann sagen, Kinder, stellt mir mal Fragen. Der eine wird sagen, ist Haribo halal oder soll ich lieber ein Lutscher, ist das halal? Lieber Pizza oder Döner? Diese Fragen werden heute gestellt. Wallahi al-Azim, diese Leute stellen diese Frage an die Prediger. Ist Döner oder Pizza besser? Und dann überlegt er auch noch. Und dann fragen sie, Albaner oder Marokkaner? Bruder, weiß ich nicht, Wallah, Marokkaner glaube ich sind besser oder Albaner vielleicht. Die,
Ja, stellt euch mal vor, klack, wir gehen 1300 Jahre zurück, zur Zeit von Imam Malik in Medina, und Imam Malik wird so eine Frage gestellt. Also das gibt's nicht. Nicht mal die Kinder Israels haben so eine Frage gestellt. Guck mal, wenn du ein Imam bist, ein Scheich bist und du gibst Unterricht, dann musst du deine Schüler erstmal auf ein bestimmtes Niveau hochholen. Das heißt, du musst den Tedrisat lernen, 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 lernen. Und nach 4, 5 Jahren, dann können sie Fragen stellen im Thema Islam. Aber wenn du anfängst, dir überhaupt gar nicht mal Koran lesen kannst, zu sagen, ja, ist im Schweinfurtleben halal oder haram, und die Leute hören das, dann ist das Niveau, was sowieso schon auf Null ist, machst du auf minus 20 runter. Und dann werden diese Leute noch als radikale Muslime abgestempelt. Heute habe ich auf NTV gelesen, kannst du gucken, ganz klar gucken, auf NTV. TikTok-Hassprediger. Solche Leute. Jetzt heute eben gerade, wo ich hier bin, geguckt. NTV zeigt das. Weil sie vom Rechtsextremismus wegmachen wollen, zeigen sie TikTok-Prediger, dass die radikal wären. Mit in Schweinfurt leben, halal oder haram. Das ist die Situation, in der wir heute gekommen sind.